Das ist so komisch gewesen. Alrighty, da Mike, dienst wir wahrscheinlich noch ein bisschen offen. Zu. Sind wir jetzt gut? Jetzt ist gut, ja. Ja. Läuft alles, ja, ist gut. Bist schon am Aufnehmen? Ja. Weltklasse. Falls man Zeit vergessen, kann irgendjemand so für 2-3 Minuten Fahrt mal irgendwie genießen, reinschreien, irgendetwas. Valentina macht das immer, gell? Das heißt, 10 Minuten vorher. Ja, normalerweise kann man ja so ins Räumchen reinlaufen, so schnell ein Zeichen geben, oder? Und dann heisst es, jetzt langsam, ja. Gut, dann verläuft alles. Schlückchen Kaffee. Wir können rauslesen, beide, pass auf. Ja. Ich habe es falsch rumgehauen, so. Ich muss immer den Kaffee rauslesen. Bam, bam, bam. Feel Good Podcast mit dem Bühne Huber. Was für ein Ehr. Mit dem Joel de Mutzenbecher. Joel. Einer von den besten Namen, finde ich übrigens. Findest du? Ja. Der ist echt. Der ist nicht ja, kreiert. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, als Jugendlicher ist das erste pornografische Buch gewesen, das ich gelesen habe. Ah, aber das ist Mutzenbacher. Ja, ich weiß schon. Natürlich wegen dem mehr. Ja, Josephine. Ja. Ja. Josephine Mutzenbach. Ich habe noch nie etwas von der gelesen. Ich glaube, man sagt auch, es gäbe sie gar nicht. Ich glaube, es ist eine Männerfantasie. Ja. Habe ich gehört. Ja. Ja, du bist einer von denen, der mir das ehrlich sagt. Ich habe oft Rencontre mit Herren, die mich den Herr Mutzenbacher nennen. Und dann muss ich sagen, nein, nicht wie Josephine. Ja. Und dann werden sie zum Teil ein bisschen rot. Ja. Weil sie sich ein bisschen ertappt fühlen. Ja, das bist du natürlich. Ja. Das Erste, was du gelesen hast. Ich habe vergleichbar Henry Miller gelesen als erotische Literatur. Aber das ist natürlich nicht so derb und so einfach 100% pornografisch gesehen. Henry Miller. Also in dem Sinne ist also Josephine Mutzenbacher, das Tagebuch einer Wiener Hure heisst das Buch. Ja, und hätte denn noch Film gegeben? So? Ja gut, die habe ich nicht gesehen. Ja. Aber du merkst schon einen kleinen Altersunterschied, weil ich habe, glaube nie erotische Literatur gelesen. Ja, es gäbe es, glaube ich, schon. Es gäbe es, aber glaube ich, schon noch. Ja. Wirklich, sehr schön bist du. Merci. Vielen herzlichen Dank. Merci für die Einladung. Du bist gerade ein bisschen busy, so wie es wirkt. Weil also da haben einerseits der MTV Unplugged schon gemacht und jetzt geht es darum, dass das irgendwie die Leute mitkriegen. Genau. Und bist ziemlich am Umreisen. Ja, es ist eigentlich das normale Programm, wenn man ein Album veröffentlicht. Und meistens ist man immer so ein bisschen am Jammern, man hat wahnsinnig viel zu tun. Und nach diesen 2 Jahren Corona ist irgendwie alles zusammen, was zu viel ist eigentlich gut. Oder? Yeah. Ja, es ist wirklich etwas, was mir sehr auf den Wecker gegangen ist. Also, es ist ja auch wohl auch noch auf den Wecker gegangen, aber ich habe so plötzlich gemerkt, dass... Ich habe so genug, vor allem von diesen Zahlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht ein Zahlenmensch. Ich definiere mich nicht unbedingt so in diesem statistischen Umfeld. Yeah. Wir berühren Geschichten und plötzlich merkst du, es geht immer nur um das Gleichliche, ob schon die Welt ja weiterdreht, es ist ja ganz viel anderes auch noch da. Es geht immer nur um die Corona-Geschichte, es geht immer um Zahlen, wie viele Leute haben sich angestellt, wie viele gehen ins Spital, wie viele sind gestorben, so. Und plötzlich habe ich das Gefühl, es laugt mir so aus. Yeah. Hast du das auch gehabt? Ja, ich habe es vor allem gespürt, weil es allen Menschen auf einmal gleich geht. Also weißt du, normalerweise habe ich immer gewusst, schon sagt man nur im engen Umfeld, wirst du immer so eine Balance haben von Menschen, die es jetzt aus persönlichen Gründen, Schicksalsschlägen, was auch immer, gerade nicht so gut geht. Du hast aber andere Menschen drumherum, die dich wie können auffangen, weil es ihnen gerade gut geht und sie haben Kraft und Energie, Hilfe zu geben sozusagen. Und dort habe ich so wie gemerkt, irgendwie, es zehrt dann auf einmal an allen gleichzeitig. Mhm. Und
das hilft dann auch nicht, weil du hast niemanden gehabt, der hätte können anstehen. Ist doch alles super geil. Und das und komm jetzt und so. Also weißt du, das ist so ein bisschen das gewesen. Aber ich habe schon Leute erlebt, die gesagt haben, mir hat sich nichts geändert. Yeah. Ja, mein Job nach wie vor, ich mache genau das Gleiche, es läuft gut, alles yeah. tiptop. Ich kann nur nicht in Kino, ich kann nicht in Beiz, oder nicht in yeah, Konzert yeah. und so. Yeah. Und dort, ja, das ist mir schon aufgefallen. Es hat am Anfang so ausgesehen, als wäre das etwas, was alle gleich trifft. Aber es ist ganz schnell passiert, oder gemerkt hast, das ist nicht wahr, das trifft ein paar ganz, ganz massiv härter. Yeah. Ja, also in dem Punkt muss ich sagen, hat es mich eher milde getroffen. Ich merke, hast du noch können spielen noch in dieser ja, Zeit? Ja, teils. Also der erste Lockdown natürlich sowieso gar nicht. Ja, klar. Dann habe ich aber wirklich zwischen ersten und zweiten Lockdown habe ich sicher 30 Auftritte gemacht. Ja. Weil halt einfach, wo alles wieder aufgegangen ist, hat irgendwie gerade die Person gesagt, wir machen etwas. Und der sagt, oh, wir machen auch etwas. Und irgendwie kommen sie dann eher schnell auf mich und finden, komm doch auch. Und ich bin einer, der auch meistens eben einfach zusagt. Yeah. Und durch das hat es in dieser Zwischenzeit eigentlich gut funktioniert. Ich habe auch gefunden, so mit Beschränkungen, 50 Leute und so, das ist ja, für euch wäre das ja nicht machbar. Wenn du eine Bude hast, wo irgendwie mehrere hundert Leute kommen, dann kannst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt eine Show für 50. Yeah. Ich konnte sagen, okay, wir können vielleicht zwei machen, wenn es jetzt wirklich gut läuft, am gleichen oben. So ist dann nicht mal so weit gekommen. Dort bin ich natürlich in einem viel kleineren Level, wo dann so Shows auch möglich gemacht hat. Das heißt, der Verlust ist zwar da gesehen, aber nicht so groß, dass ich gefunden habe, das ist jetzt wirklich eine Spaßshow. Die mache ich jetzt für die Leute, die kommen, auch jetzt für mich, weil es tut mir auch gut. Ja, klar. Blöd gesagt. Ich merke aber jetzt ist eigentlich die spannende Phase, wo halt, es ist immer noch alles so die Zwischenwelt. Es geht irgendwie, aber irgendwie auch nicht ganz. Und auch für die Leute, die Stimmung ist eine andere wie irgendwie noch vor einem Jahr. Mhm. Wo, wenn du dort eine Show gemacht hast, dann hast du Menschen gehabt, die haben wirklich wollen kommen und die anderen sind nicht gekommen. Yeah. Und jetzt sind alle so ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht genau, vielleicht. Und ja, ja, ich höre so aus der Veranstalterszene, gell, dass Leute, glaube ich, mehr warten, also eben nicht den Vorverkauf nutzen und warten. Genau. Irgendwie, wie ist die Situation und je nachdem am Abend sich nachher entscheiden oder nicht. Ja, und das ist natürlich für die Planbarkeit ist natürlich super schwierig. Ja, ja. Weil ich habe gerne spontane Leute, aber wenn du halt wirklich am Tag vorhat, so gut wie gar keine Tickets weg sind. Ja, ja. Selbst wenn am Tag selber dann noch, weiss nicht, wie viel würde die Bude einrennen, kannst du nicht machen, oder? Aber ich meine, bei euch ist ja wirklich dicht gesehen. Also wir haben in den vergangenen Wochen schon ein bisschen Bluthochdruck gehabt, weil die ganze Entwicklung, also da ist die neue Mutation da und nachher weisst einfach, und dort sind wir schon ein bisschen brönte Kinder, oder? Ja. Weisst nicht, wie das ganze Ding sich entwickelt und plötzlich kommen wieder andere Ansagen. Du musst jetzt wissen, jetzt die MTV-Geschichte, sie in relativ grossen Räumlichkeiten finden die statt. Wir sind immer irgendwie bei 1200, 1300, vielleicht sogar mehr Leute pro Abend. Und wenn es reduziert wäre worden, sagen wir auf 800 Leute oder so, hätten wir müssen absagen. Ich habe gesagt, es geht nicht. Yeah. Also, es rechnet sich schon nicht mehr. Yeah, yeah. Weil die Produktion ist aufwendig und es ist teuer. Und er müsste es dicht machen. 500 sowieso. Oder? Mhm. Und es ist einfach nicht die Zeit, wo man jetzt wahnsinnig grosszügig kann sein kann in dieser Beziehung. Yeah. Anders, zu anderen Zeiten würdest du vielleicht sagen, komm, wir machen doch das gleich, das ist doch gut. So. Ja klar, weil die Gigs nebendran, weißt du, die funktionieren. So, aber du kannst ja nicht auf alles dann sagen, mal schauen, machen wir vielleicht. Ja. Yeah. Ja, auch kohlenmässig sind wir natürlich in den letzten zwei Jahren schon gefordert worden. Wenn du nicht kannst spielen kannst, bei mir, schau mal die Welt an mit der Spotify. Also, weißt du, was das genau bedeutet? Du kannst Millionen Streams haben, das geht jetzt nichts. Also, von dem kannst du jetzt einfach nicht leben. Ja, und vor allem, was natürlich spannend ist bei Spotify, ich habe gesehen, die sind ja auch in einem Artikel vorgekommen, quasi als die erfolgreichste Schweizer Band auf Spotify, wo aber trotzdem meilenweit entfernt ist von irgendwelchen DJs, die in irgendwie Playlisten kommen, ja, wo sicher. Dann halt einfach durchs Band irgendjemand in einem Club zur Vorparty laufen oder keine Ahnung was, weißt du, oder auf dem Restaurant und Leute daheim und so weiter und so fort. Ja.
allein dort gibt es eine riesen Fallhöhe, weil die sind eine Band für die Schweiz und in der Schweiz unglaublich bekannt und beliebt, aber das tut sich natürlich auf die überskalierte Spotify-Zahlen, tut sich das ja nicht mehr ummünzen, sozusagen. Das ist einfach der Teil vom Business. Wir haben seit ein paar Jahren machen wir Tourneen, die immer ausverkauft sind. Yeah. Und wir spielen viel und das ist wunderbar, oder? Also ich definiere es natürlich auch viel mehr so. Yeah. Also ich bin sicher nicht einer von diesen Musikertypen, die gerne das Hallenstadion füllen und ein oder zweimal spielen und dann das ganze Jahr nichts. Ich will lieber 80 oder 100 Konzerte in verschiedensten Grössen, in kleinen Clubs, in Volkshäusern halt, alles mögliche. Das gefällt mir. Also das ist meine Bestimmung, glaube ich, durch das Land zu ziehen und mit der ganzen Band in Kontakt zu sein, rausgehen, jeden Abend probieren, irgendwie eine gute Show zu machen. Das ist das, was ich geil finde. Und das andere, als Metallbauschlosser hätte ich genau diese Haltung gehabt. Einfach einmal Hallenstadion füllen und dann tschüss und dann ist das ganze Jahr frei. Oder? Ich finde das eben, zum Positive gesehen, also eben zum Beispiel Spotify, ich finde das Schöne daran, dass live eine grössere Wichtigkeit gekriegt hat also eigentlich für alle Beteiligten, für die Musikbranche, aber auch für die Musiker und auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Also weißt du, Joel, ich wollte nicht gegen Spotify reden, überhaupt nein, nicht. Nein. Ich nutze das und bin total ein leidenschaftlicher Nutzer. Ich habe extrem Freude, dass ich alles zusammen kann entdecken kann. Das ist natürlich super stark. Aber der andere Ecke ist natürlich schon, das hat sich auch brutal verändert. Der Teil zahlt einfach nicht. Ja, und ich glaube, es ist eben dort auch viel weniger Connection rum. Also weißt, wenn ich mir überlege, wenn ich als wirklich Kind mein einziges Sackgeld für CDs ausgegeben habe, dann hast du dich natürlich mit dem beschäftigt. Also du hast dir überlegt, welche CD kaufe ich, warum, wie viele Lieder sind da drauf, die ich sicher schon geil finde. Du bist sie vorlosen, finde ich vielleicht noch ein fünftes Lied, das mir gefällt und irgendwann gefällt dir vielleicht das ganze Album. Und dann schaust du auch das Buckle da, weil du hast ja das Ding gekauft. Und also, du hast eine völlig andere Interaktion. Schon dort hat es irgendwie eine wahnsinnige Entwicklung gegeben. Du musst dir vorstellen, also, wo ich vielleicht so 12, 13, 14-jährig war, da ist irgendwie ein Album auf Vinyl. Yeah. Das hat dann einfach gerade einen Vermögen vielleicht. Oder? Yeah. Und dann ist man zu dem heimgegangen und dann hat man das einfach gelost. Und das Album, wo du drauf gewartet hast, da bist du der gewesen mit den Textblättern und hast probiert, das zu erfassen. Und wir haben geliert den Abend lang, über was läuft da genau. Das ist ein Lichtjahr weit entfernt, wenn ich heute Musik höre. Weißt du, wenn ich merke, ich gehe so in den subatomaren Bereich rein, manchmal mit Musik, wo ich weiss, nachdem ich es gehört habe, nicht mehr, wie der Titel vom Song ist. Und ich weiss auch der Interpret oder die Interpretin nicht. Yeah. Und ich stelle fest, aber in meinem Umfeld, weißt du, oder im Umfeld von meiner Tochter, ist das auch so. Also, es ist mehr Radio. Ja, einfach, das ist auch gut, einfach, dass mein Leben hat einen Sound. Hang herum, das muss ich schon auch sagen, gell? Ich habe, durch meine Älteste habe ich schon gelernt, was ein Festival bedeutet. Ich bin eine Zeit lang mehr so an dem Punkt gewesen, Platz von, Festival, weißt du, so zeitliche Limite von 75 oder 90 Minuten, wo du auf die Bühne gehst, immer ein bisschen fokussiert aufs Hit-Programm und Mitsing-Ding. Und es hat mich auch immer eher ein bisschen grobmotorischer gedünkt, als das vielleicht in einem Club Musik gemacht wird. Oder? Yeah. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wie Hanna so sich Monate vorher vorbereitet auf was passiert auf dem Gurten, was passiert in St. Gallen, was... Weißt du, und checkt jede Band durch, wo die auftritt. Genau, du musst ja planen, was du schauen. Genau. Und dann hat die plötzlich so ein konkretes Bild, was in diesem Festival läuft. Und hat mir sehr viele gute Tipps geben können. Lass dort rein, das könnte dich interessieren. Und so. Yeah. Wo ich ändern dann, so ein bisschen durchschlängeln. Gut, also Patent Ochsner auf dem Gurten ist schon eins von den unglaubliche Highlights, wo man überhaupt an Festivals kann erleben. Ja, aber für uns ist schon.
Auch Arbeit. Ja, für uns ist es Bluthochdruck. Yeah. Also, es gibt nicht viele Konzerte, wo ich wirklich vorher kotze, aber das ist, oh, das ist jedes Mal so eins. Wirklich? Ja, ja. Ich habe es einmal, dürfen sehen. Ich meine, ich bin Basler, aber ich habe es mir trotzdem gegeben. Aber es ist halt, weißt du, anders als im Sport, wo das Heimspiel, glaube ich, immer auf deiner Seite hast, natürlich. Dort bei den Konzerten ist es anders. Ich glaube, je näher, dass wir zu Bern sind, oder eben, wenn wir auf dem Gurten sind, desto mehr hast du einfach das Gefühl, wenn du jetzt abstinkst, hat es einfach jeder gesehen, oder? Mm. Ich kann es im ganz Kleinen nachvollziehen. Wenn ich zu Basel spiele, ist es für mich immer ein ultimativer Stress. So, schon? Nicht zu spielen an sich, aber du kommst fast nicht zum Spielen, blöd gesagt. Weil es passiert so viel drumherum. Mhm. Du hast so viele Menschen, die du irgendwie kennst. Und alle melden sich noch, was ja mega herzig ist. Aber ja, du hast eigentlich, wenn du eine normale Tour spielst, hast du eigentlich nicht die Kapazität, einen Tag lang noch mit allen wegen Tickets und Zeugs und Sachen und Dollar ja, ja. Und oh, wir sind jetzt doch 6 statt 5 und können wir aber jetzt zu ihnen sitzen und ja, weißt so? Ja, genau, bist du am Organisieren, gell? Das heisst, du bist dann ja gerade noch schnell, du veranstaltest auch noch viel mehr in deine eigene Show. Das heisst, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Wo trittst du auf zu Basel? Also Solo im Hebsen-Theater. Ja. Das ist ursprünglich ein altes Kino. Ja. Wo nie ein Film gelaufen ist. Nie? Nein. Aber es ist ein Kino? Es ist eigentlich mal ein Kino gewesen. Jetzt ist es wirklich ein super Theater, 300 Platz. Und dort spiele ich dann so eine Woche. So, das ist geil. Und dann machen wir so Big Mix Shows. Das ist dann eben mehr Volkshaus haben wir gehabt. Mhm. Stadtcasino. Volkshaus ist auch der Erich Honecker-Bau, gell? Es ist so, hat doch so einen Charme von irgendwie DDR. Es ist krass mit diesen riesen Säulen. Ja, links und rechts, bum, 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 so. Ja, wir haben auch gut gespielt. Ja, ja, aber für Konzerte ist es voll geil. Aber rein vom Bild her, ganz besondere Ästhetik, gell? Wir so, haben das Gefühl gehabt, jetzt kommt der Erich Honecker um den Ecken. Mit all seinen Stasi-Leuten, weißt du? Aber es gibt, das finde ich das Schöne an der Schweiz, es gibt eine wahnsinnige Vielfalt an Locations, wo, das ist halt natürlich auch schon sehr nah bei Bern, wenn du zum Beispiel Müller-Hunziger spielst, aber das ist ja so eine abartig geile Location. Ja, ja. Und irgendwie, keine Ahnung, Mokka in Thun und so weiter und so fort. Und dir, wie du sagst, du mit deiner Band kannst ja eigentlich alle die verschiedenen Räume bespielen. Du kannst eben auf einem Gurten, das große Outdoor-Festival, du kannst aber auch in einen kleinen Club. Yeah. Also ich nehme an, es gibt keine Location, wo du nicht in irgendeiner Art und Weise kennst und entweder schätzen oder auch nicht zu schätzen gelernt hast. Ja, wir haben sehr viel gesehen in dieser Zeit. Aber weißt, es ist noch verrückt, wenn du so auf Tour bist und dann kommst du gleich immer an die gleichen Orte, in etwa. Yeah. Und du hast natürlich, ob es jetzt ein Ort besonders gerne ist oder nicht, also es bietet sich dann manchmal einfach von Ort zu Ort auch nicht wahnsinnig viel anders an. Aber ich finde es eben irgendwie schon noch schön, dass du kannst Kurven machen und du triffst dann immer wieder so alte Bekannte. Mhm. Und dann, und das passiert aber so alle 3-4 Jahre, siehst du einander wieder und dann merkst du so, jetzt unsere 30-jährige Geschichte. Wir haben von Anfang an darauf gesetzt, wir bleiben denen auch treu, wo die Ersten sie gesehen, die gesagt haben, ach komm, wir machen Ochsen. Wir kennen sie zwar noch nicht, aber wir ziehen das mal durch. Aber wir haben möglichst irgendwie geschaut, dass wir die Seilschaften behalten, mit denen, die wir geschafft haben. Mit denen arbeiten wir weiter. Und nachher bist du aber nicht immer so close, oder? Und du gehst einfach ein paar Jahre weiter, du verfolgst über 30 Jahre jetzt auch Veranstalter. Das ist schon noch schön. Oder in Mülli-Hunziken, wo man nicht zuletzt schon mal halt so nah ist, oder? Ich bin dort auch viel Konzerte gelesen. Und es ist so lustig gesehen, gell? Du gehst her, du willst irgendwie den Wein zahlen und dann gibst du irgendwie eine 20er-Note und bekommst 4-5 lieber zurück. Weißt du, so, weil sie nicht haben wollen zeigen, dass sie mich da hier wertschätzen und gleichzeitig nicht haben wollen, dass die Leute das so merken. Es hat mir immer irgendwie noch charming gedacht. Ja. Yeah. Und dann, es hat mich auch traurig
gemacht, wo der Besche gestorben ist, der jahrelang die Veranstaltungen gemacht hat. Und noch trauriger hat es mich gemacht, als ich gemerkt habe, dass sie so ein höllisches Buff haben. Und die Mülle wäre fast zu Grund, habe ich das Gefühl gehabt. Das war so ein interner Bullshit gewesen. Und jetzt endlich ist irgendwie wieder alles zusammen schön unterwegs und man freut sich auch wieder dort zu spielen. Ja, ich glaube... Bist du auch dort oben? Es ist, glaube ich, geplant. Es ist, es ist noch nicht fix. Aber ich habe schauen, es ist dir auch noch eigen, weil sie schauen dir immer auf den Kopf ab. Ja, ich finde das einfach so geil. Ich habe einmal eine Mixed-Show dort gespielt, also moderiert. Ich habe eine Geschichte von euch sogar gehört, wegen dem Rider. Ist das dort gesehen? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Geschichte gehört, dass euch der Rider von einer Band vorgelesen worden ist. Und die haben das so lustig gefunden, dass sie es aber eure Rider gesehen. Wir haben gar keinen. Die haben gar keinen. Auf die Auftauchen. Nein, aber tatsächlich ist, glaube ich, so am Anfang von der Tour gibt es irgendwie. Also, ich habe eine alkoholfreie Tournee gemacht und nachher habe ich mein Ersatzgetränk gehabt, das ich gerne mal trinke. So. Nachher ist das irgendwie eingesetzt. Worden. Und dann sind die Trinks, und die sind jetzt auch immer noch drinnen in den Kühlschränken, auch wenn ich Alkohol trinke. Nein, alles, was mal drauf gesehen ist, bleibt dann drauf. Nein, so. Also ganz ehrlich, ich weiss, wir sind die unkomplizierteste Band, weil der Kriegel immer sagt, macht doch einfach irgendetwas. Yeah. Und dann müssen halt schauen, das Getränk soll drin sein, weil er trinkt keinen Alkohol. Okay. Nein, aber ich, so wie ich es gehört habe, haben die gar nicht von dem Rider gewusst. Der hat irgendjemand geschickt, keine Ahnung. So, aber es muss Ewigkeiten her sein. Aber eben, vielleicht ist das auch auf so einer Urban Legend, die rumgeht. Ich weiß es nicht. Weil, das passiert ja immer mit wachsender Bekanntheit, kommen auch Geschichten, wo nichts mit einem zu tun haben, aber irgendjemand hat die einfach mal in die Welt gesehen. Ja, aber jetzt zum Beispiel Tom Petty sagt, man hätte Smarties bestellt oder so, aber keine roten. Ja, zum so. Checken, ob sie wirklich den Rider lesen. Scheint's. Yeah. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich war. Aber es ist eine schöne Geschichte. Also, allein das reicht schon. Nein, ich meine jetzt völlig unabhängig von der Mühle Hunziken an sich, sondern auch grundsätzlich Locations. Ich merke das schon nur anhand von ein paar Jahren jetzt der Comedy. Wie du sagst, mit der Zeit gibt es so Bekanntschaften, auch wenn das keine guten sind und auch keine Freundschaften. Es hat so eine Familiengroove, wo oft so etwa alle paar Jahre triffst auch mal irgendwie den Onkel, wo du keine Connection zu dem eigentlich hast. Aber irgendwie gibt es eine. Nämlich eben, die sind wieder am gleichen Ort und irgendwie, Technik ist irgendwie auch noch von denen gleichen gemacht. Genau, und so. Und wenn man es dann länger macht, finde ich aber noch spannend, weißt du, was du jetzt erzählt hast, in deren Entwicklung von der Mühle, wie dann irgendwie mehr so ein bisschen von außen kann beobachten, wie etwas eine eigene Dynamik kriegt und dann halt hoffentlich wieder zurückkommt und so. Und man oft auch irgendwie, ich glaube, viel mehr Verlust muss hinnehmen, als in einem normalen Umfeld, Arbeitsalltag etc. Also, weißt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie meinst du viel mehr Verlust? Schon nur, wenn jemand stirbt, weil einfach wir mit viel mehr Menschen im Kontakt sind, als jemand, der auf deiner Firma arbeitet. Ja, schon, aber ich muss sagen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel im alten Kilo Mels gehen spielen, in einem Jahr zwei oder so, dann weiss ich vielleicht auch nicht mehr so genau, wer da alles zusammen dabei ist. Es ist ein relativ grosses Team und es sind ja Freiwillige, die kochen fantastisch, unten bei den Webstühlen hockt man nachher zusammen. Da fällt mir das natürlich weniger auf, als zum Beispiel eben bei einem Mokka-Bedu oder beim Mülli-Pesche. Das ist eine Entwicklung. Es sind schillende Personen, die seit Jahren das gemacht haben und dann plötzlich sind sie weg. Ja, ich merke manchmal einfach beim Unterwegssein, dass es so Geschichten gibt, wie, weißt, wenn du, was weiß ich, jetzt Herisau bist und dann gehst du halt in den Blumenladen wieder. Und so, es sind auch die Sachen, die gar nicht unbedingt
zu tun haben mit dem Konzertort oder mit dem Veranstalter. Es gibt auch so Sachen, wo man halt wieder schauen kann. Oder ich gehe in gleichliche Museum und sehe dort hier jemanden, der schon dann hat Bilder gehört. dann bist du wieder am Schnurren miteinander. Oder ihr seid doch schon da gewesen. Vor 3 Jahren bin ich doch zu Basel. Ist das so gewesen, im Kunstmuseum. Bin ich dort eine Ausstellung schauen. Und dort war ein Typ gewesen, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Und Jahre später ist der immer noch dort. Das sind eine schöne Geschichte. Oder? Das macht einem die Schweiz ja dann noch kleiner, als sie ist. Oder? Ja, aber ja. Wenn man sich jetzt um den Mikrokosmos eigentlich bewegt. Ja, ja. Ja. Ja, das finde ich faszinierend. Hast du übrigens gelesen heute, das hat mich so einen Hammer gedacht. Irgendwo ein gelangweilter Museums-Security-Person hat in ein millionenschweres Bild mit dem Kugelschreiber reingezeichnet. Einfach, weil es nicht angeschissen ist, oder weil es ihm langweilig ist. Was? So, ja, aus irgendwie russische postmoderne Kunst. Und das sind einfach 3 Personen ohne Gesicht. Sie einfach gesichtslose 3 Figuren. Und, es gab ein Ölbild. Und der andere ist einfach mit dem Kugelschreiber bei 2 Personen die Augen reingezeichnet. Ich bin verreckt. Nein. Mann, ist wahr. Das ist so Mr. Bean. Ja, sicher. Museumswächter malt aus Langeweile Augen auf millionenteures Gemälde. Ah, du kannst... Schau. Oh mein Gott. Schau, wo ist denn so eine dilettantische... So gut. Es ist so gut. Das ist ja Weltklasse. Oh mein Gott. Du warst. Was passiert jetzt? Jetzt gehen sie auch mit Schadelwasser kaputt, oder was weiß ich. Es ist für 930'000 Franken versichert, das Bild. Ja. Also für 930'000 Steine putze ich den schon weg. Ja, die Restauration kostet nur 3'000, haben sie geschrieben. Eben schon. Ja. Du, wo ja sehr, sehr kunstinteressiert bist, hast die Doku gesehen? The Price of Everything. Netflix. Ich glaube auf Netflix mittlerweile, aber es ist ursprünglich BBC. Nein, hast du nicht gesehen. Oh, das musst du schauen. Genau, aber den habe ich schon empfohlen bekommen. Ich habe ihn notiert, aber noch nicht geschaut. Das musst du unbedingt schauen. Es ist wirklich, es zeigt einfach... Das ist der Typ, gell? Es zeigt das Kunstbusiness. So, ja, oder? Ja, einer, der aber aufschraubt, gell? Wo immer wo der Preis hilft, ein Push auf die ganze Straube. Ja, auch, das kriegst du natürlich auch mit. Ein sympathischer, so indischer Typ, glaube ich. Oh, du musst jetzt gerade mal... Ja, ist ja gleich. So, er ist zum Beispiel eine ganz tolle Figur, der Larry Poons, oder? Ja. Weil der Larry Poons irgendwann in den 70er Jahren, wo er so ein bisschen Traktion gekriegt hat und Leute gesagt haben, ah, deine Pünktli-Bilder, die musst du jetzt immer wieder machen, das ist genau die Ding. Ja. Mit dem funktioniert es. Ja. Hat er gesagt, scheiß drauf, das mache ich sicher nicht. Und seitdem ist er einfach gemütlich auf irgendwie so einer abgelegenen Farm. Ja, nicht einmal Farm, es ist wirklich einfach so, ja, so ein Häusle mit Umschwung und dann hat er dort noch sein kleines Atelier, wo wirklich einfach sehr dilettantisch und dort malt er seit 30 Jahren am gleichen Bild. So, aber so ein Mehrteiler, weißt du, so eine riesen Leinwand, wo dann in mehrere Teile aufteilt und so. Und der wirkt richtig happy. Und alle anderen sind völlig in diesem Business-Ding drin. Mit Jenseits, also weißt du. Aber es muss einem auch ein bisschen geben sein, gell? Es gibt halt einfach schon verschiedene Charaktertypen ja. In diesen verschiedenen Modellen. Ja, in diesen verschiedenen Business. Ja, weil du hast ja schon noch dort, hast wie heißt der? Jeff Koons. Mhm. Der von der Wall Street kommt und eben findet, ich mache Kunst als Business. So, ja, ja. Und seit Jahren kein eigenes Bild mehr malt, sondern Angestellte hat, die ersetzt er jetzt durch Roboter. Ja. Und jedes Bild geht für 50 Millionen. Und er sagt, hey, ich muss ja, weiss nicht, wie viele Bilder generieren. Ja, ja. Sonst kann ich ja gar nicht, wenn ich jedes Mal nur selber male, dann habe ich ja Ewigkeiten für so ein Bild. Und es muss ja weitergehen. Ja, es kommt sicher weniger gut. Genau. Mit der Zeit sowieso. Mit der Zeit sowieso. Und ich glaube aber, das ist, also in seinem Fall natürlich ist es etwas anderes, aber ich glaube, das ist bei allen Künst, darstellende Künst, Musik etc., ist so wie eine Entscheidung, wo man im Unterbewusstsein wahrscheinlich recht früh trifft. Man macht entweder das, wo man Bock hat, oder man muss irgendwie Ströme, Wellen,
mitgehen und wirklich ein Business daraus machen. Ja, aber das ist auch, ich glaube auch, auch, dass es etwas mit der Kultur zu tun hat, woher dass man kommt. Ja. Yeah. Also, für uns, für meinen Jahrgang, ist zum Beispiel totales Tabu gewesen, Deals zu machen mit der Wirtschaft, Deals, weißt, wie auch immer. Yeah. So, das ist totales Tabu und ich spüre das eigentlich immer noch. Mhm. Das ist so die Till-Eulenspiegel-Haltung. Du musst eine freche Schnur können führen, du bist niemandem irgendetwas verpflichtet. Du kannst jederzeit sagen, was du denkst. Mhm. Ohne, dass jemand kommt, oder Roger Federer, weißt, wo Gillette-Deals hatte und er hat nie einen 3-Tage-Bart haben können. Das ist absolut... Yeah. Nein, stell dir mal vor, yeah. Das kostet mir doch nichts, mehr zu rasieren am Morgen. Aber es kostet mir viel Vorstellung, dass ich das immer muss. Yeah. Dass ich morgen auch muss. Ob schon ich morgen vielleicht lieber nicht will. Aber es ist ein kleines Problem. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist die einzig wahre Haltung, die ich einnehmen kann. Jetzt aber zum Beispiel, im Hip-Hop, weiss ich, ist das anders. Dort heisst es, wenn du einen Turnschuh-Deal hast oder was auch immer für einen Deal, dann honoriert das die Fangemeinde, die sagt, du bist eben ein geiler Sieg, wegen dem bekommst du schon einen Deal. Yeah. In meiner Szene sagen sie, du bist ein Nutte, wenn du das machst. Yeah. So, oder? Und, yeah. Und das ist die Geschichte von der ganzen Sache. Und jetzt machen wir das MTV Unplugged und das ist finanziell gar nicht die Stämme gesehen und wir haben tatsächlich Sponsoring gehabt das Mal. Und das ist für mich wirklich ein ganz neuer Schritt gesehen, wo ich weiss, ein Mark Sway würde das easy machen. Der ist ja in einer anderen Welt drin. Der hat relativ viele Deals. Seven hat auch viele Deals. Das ist heute gang und gäbe. Aber ich habe gemerkt, es ist für mich ganz ein schwieriger neuer Schritt. Und wir haben präzise müssen anschauen, was geht und wie geht denn das. Yeah. Und dann sage ich natürlich nach wie vor, es ist mir dann fast lieber, ein Projekt nicht zu machen, als plötzlich irgendwie in einem System zu sein, wo man sich fast nicht mehr ins Gesicht schauen kann. Man sagt, oh, da bin ich jetzt ein bisschen weit gegangen. Ja, yeah. Das kann ich, zu einem grossen Teil kann ich es extrem nachvollziehen, was sicher immer hilft, ist, wenn man nicht irgendwie einen Druck spürt. Also gerade das Heaven ist da gesehen und wenn du schon so ein bisschen Rückendeckung hast, sei es finanziell oder was weiß ich, dann fällt es darauf einfach mal zu etwas im Nein zu sagen. Mhm. Weil sonst hast du ja am Schluss, das ist vor allem so das Schweizer Denken, sonst hast du am Schluss immer die Gefahr, ja, dann muss ich vielleicht wieder normal arbeiten. Wollte ich das denn? Und wo ist dort die Grenze zwischen irgendwie das können machen, was man will und wie fest muss man das verkaufen? Und es ist auch in der Comedy ist das immer wieder ein Thema. Wir haben nicht so klassische Strukturen mit Deals und was weiß ich, aber natürlich gibt es dort auch Sponsorings oder eben keine. Und in Deutschland kannst du dann schnell mal mit einer Agentur einen Deal machen, wo die dir dann auch Geld geben. Und also dafür haben sie halt wieder Recht auf dich. Es ist, die Grenzen vermischen immer wie mehr. Klar. Oder? Also es ist schon nicht so, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass meine Haltung ist sakrosankt. Ich muss in dem Patent Ochsner Kontext und im Bühnenhuber Kontext muss ich klar sein. Ja. Denkt's mir. Ja. Also, ich habe totales Verständnis, wie das anders anschauen. Aber weisst, ich habe zum Beispiel auch die Haltung, wenn das mit der Musik nicht mehr funktioniert, ja, dann gang halt etwas anderes machen. Yeah. Weisst, du musst nachher nicht gehauen oder gestochen die ganze Zeit Musiker bleiben und niemand findet das mehr so richtig toll. Dann kannst du ja schauen, vielleicht gibt es an einem anderen Ort etwas, wo besser funktioniert. Also, warum soll ich denn irgendwelche, was weiss ich, Schargüterie bewerben, nur weil ich Musiker bleiben und dann noch blöd aussehen mit diesen Würsten? Stelle ich mir so eigentlich ein bisschen blöder vor. Yeah. Aber natürlich fängt es ja für niemanden, etwas aufzugeben, was man selber eigentlich gerne macht. Aber wenn du in der Kunst bist und du Bilder mal schon niemand schauen willst, dann musst du dich damit arrangieren, dass du schaust, wie kommst du durch dein verdammte Leben durch. Mhm.
Mhm. Oder du sagst, ja, dann male ich halt eben andere Bilder wie der Kunz, oder? Dann sagst du, Jeff, jetzt lasse ich den Computer oder den Roboter malen. Und dann funktioniert das vielleicht besser, weil ich kann nicht so gut malen, weißt du? Yeah. Was auch immer. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass man gehauen oder gestochen an etwas muss festhalten muss, als Broterwerb. Mhm. Es ist da... mit Ochsner seiner gewissen Verantwortung, weil relativ viele Leute inzwischen in diesem Boot hocken und sich zu einem grossen Teil von dem ernähren. Oder? Yeah. Also das heisst, du musst schauen, dass das immer hübsch durchs Wasser stampft, das Schiff und so, aber dass du nebendran nicht Zeug machst, wo du vielleicht wie sagt man dem am besten? Dass man glaubwürdig bleibt. Ja. Yeah. Ja, ich glaube eben auf die Länge gesehen zahlt sich das dann auch, eben vielleicht nicht finanziell, aber es zahlt sich aus, weil die Leute gehen dann wahrscheinlich lieber eine Patent-Ochsner Show schauen und gehen lieber die schauen, weil sie finden, das ist eben ein authentischer Typ. Nein, so. Das weiss ich nicht, das weiss ich wirklich nicht, aber es hat auch mit dem zu tun, weißt du, wo wir 91 die Schlagplatte haben rausgebracht, ist das gerade los? Einfach, wir haben ein Platin-Album gehabt, yeah. Und wir haben überhaupt nicht mit dem gerechnet. Unsere Haltung im Business gegenüber hat dann wunderbar funktionieren können, weil wir haben Geld verdient. Also wir können sagen, das zweite Album finanzieren wir sicher selber. Also wir wollen doch nicht eine Plattenfirma drin, die sagt, der Hit fehlt oder das wollen wir noch. Oder könnt ihr noch. Es ist einfach eine Welt, wenn die Plattenfirma Geld einschießt in ein Projekt und sie haben Vertrauen, dass du etwas Gutes machst. Dann wollen die einfach mitreden. Das ist überall so. Das, ja. Oder in den wenigsten Fällen ist es so, dass die dann würden sagen, macht, was ihr wollt, wir haben totales Vertrauen. Ja. So. Und wir haben das Schwein gehabt, dass der erste funktioniert hat. Und von der da haben wir immer können sagen, wir machen Bandübernahmeverträge. Das heisst, wir kontrollieren Grafik, wir kontrollieren Musik, wir zahlen alles zusammen selber bis zum Moment, wo wir abgeben. Und dann kommt die Plattenfirma mit ihrem Know-how, mit ihrem ganzen Ding dazu und so. Und dann hast du sozusagen Narrenfreiheit. Ja, ja, klar. Und die Plattenfirma ist auch nicht unter Druck in dem Sinn, dass sie hat wahnsinnig Stutz eingeschossen, wo nachher nicht reinkommt. Yeah. Und das Risiko trägt man, aber wir sind wegen dem auch immer frei geblieben. Und das ist natürlich schon viel wert. Ich nehme an, das ist ja auch künstlerisch viel wert, weil du kannst ja dann wirklich einfach machen, was du Bock hast. Ja, schon. ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie es anders geht. Ich habe die andere Erfahrung nicht gemacht. Ja, du, das ist aber noch spannend. Du hast nicht mal bewusst die Entscheidung müssen treffen. Also weißt, Menschen, die jetzt oft anfangen, sei es eben in der Musik oder auch in meinem Gebiet und so, die stehen recht früh vor so einem Entscheid. Mhm. Weil recht früh gibt es eben irgendwie das ein oder andere Angebot, wo dann eben schon gewisse Verpflichtungen mit sich bringen, aber eben vielleicht auch eine gewisse Sicherheit für die kritische Startphase und so weiter und so fort. Das ist verlockend, ist klar, oder? Das heisst, du bist dort eben immer so an dieser Gabelung und für dich hat sich die Entscheidung gar nicht mehr so bewusst fällen. Also, Mama, es hat schon Momente gegeben, wo du... Weißt du, es geht noch relativ schnell, wenn du als Musiker unterwegs bist, dass man sagt, hey, wir würden dir die Gitarre einfach geben. So, weißt du, dann bekommst du einfach die Gitarre. So. Ja. Und das ist, dann musst du schon noch können Nein sagen, weil du findest die Gitarre eigentlich auch irrsinnig gut. Ja. Oder? Und die Vorstellung, dass du vielleicht pro Jahr eine von denen überkommst, oder das sind super schöne Teile. Ja. Dann musst du also schon wieder stehen. Also ich hätte die alle zusammen eigentlich wollen. Aber ich wollte nicht, dass ich immer die muss spielen. Weil manchmal hatte ich Bock auf eine andere. Oder? Yeah, yeah. Und so, man zahlt etwas, wenn man, komm, das ist normal, so geht es halt einfach. Yeah. Und wir haben oft solche Situationen erlebt und haben unter Umständen viel falsch gemacht, aber ich persönlich habe das Gefühl nicht. Eben, wenn du das Gefühl nicht hast, dann hast du ja eigentlich schon richtig gemacht. Weil es ist wie mit allem, wenn es für dich stimmt,
es kann für dich auch stimmen, eben einen riesen Werbedeal anzunehmen und Charcuterie zu präsentieren. wenn das für dich stimmt, ja? Ja. Solange es für dich stimmt. Aber ich habe zum Beispiel mal einen Kollegen, ohne zu fest ins Detail zu gehen, wo dann ein Moll vor wirklich ein paar Jahren einen Werbespot gemacht hat. So. Und danach hat wirklich gesagt, hey, ich fühle mich so scheiße, ich kann nicht pennen und so, aber es hilft mir halt eben, die Familie irgendwie zu unterstützen. Und weißt, irgendwie so. Aber was ist denn der Auslöser, wo er so weit geht, dass du nicht kannst schlafen? Weißt du, sagst, oh Mann, das ist beschäftigt. Das halt einfach eben die Vision. Ja, wir verraten. Nennen wir es jetzt Schauspiel. Die Vision Schauspiel ist, ich tue künstlerische Stoffe umsetzen, mir etwas bedeuten, wo mich fordern in diesem Bereich. Mhm. Oder? Mhm. Und danach hat es bleibt immer bei Charcuterie, oder? Und danach hat es einfach. Wurst ist die geilste Wurst, die es jemals gegeben hat. Ja. So. Und das gibt wahnsinnig viel Geld, wo alle die Stoffe vorhat überhaupt nicht gegeben haben, weißt? Und irgendwie schon nur, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, aber eben dann lieber schaffe ich noch irgendjemand etwas, wo ich oft weiss, das ist effektiv mein Money-Job, dafür mache ich künstlerisch hoffentlich eher das, wo mich erfüllt. Und darum sage ich, es muss für einen selber stimmen. Ja, oder? Das heisst, wenn du gefunden hast, Werbung das Geilste, oder die Gitarre, voll geil. Ja, ja. Also weißt du, jetzt bei dieser MTV-Geschichte ist es zum Beispiel schon darum gegangen, also das Projekt ist unterstützt worden, zum Beispiel von der Südostbahn. Und dort war die Gegenleistung die gewesen, dass ich eine Zugkomposition gestalten kann. Ja. Mit deiner Kunst. Vier Wege. Also total frei. Die haben gesagt, mach, was du willst. Mhm. Weißt, und in welche Richtung dass es könnte gehen, haben sie mir total frei gestellt. Und ich hatte nachher das Gefühl, ich bin so vom Gedanken ausgegangen, ja, Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind immer wie weniger in Kommunikation, oder? Also es passiert mir auch, ich lege Kopfhörer an, manchmal weiss man, tue ich noch Geschichten, Mails beantworten, oder weiss ich was. Das Fahren von hier nach dort ist mehr jetzt irgendwie ohne Zeit geworden, wo ich Zeugs vielleicht eben schnell erledige. Yeah. Also schnurre ich nicht mehr, wie vielleicht vor ein paar Jahren noch mit jemandem, den ich gar nicht kenne, wo man einfach so rausschaut und ins Gespräch kommt. Und dann habe ich gedacht, ich ersetze das indem, dass ich vielleicht so wie Gedankenanstöße gebe, eine kleine Geschichte hier erzähle, der eine Zeichnung und das überall im Wagen so verteilt. So. Nein, das kostet mir einfach nichts. Yeah. Verstehst du? Und die Bahn hilft unser Projekt finanzieren und ein Betrag, der uns wirklich hilft. Sonst, wir können das nicht machen. Sonst, yeah. Es ist jetzt grosse Kiste. Und das, was ich für sie mache, ist nicht etwas, das mir total weit weg ist, das mir fremd ist, etwas, das ich leidenschaftlich gerne mache. Abgesehen von dem, fahrst du noch gerne Zug, weißt du? Es hat irgendwie alles zusammen gut funktioniert. Und ich kann auch sagen, das ist, da habe ich keine schlaflose Nacht. Nein, weil ich weiß. Schau mir nicht Charcuterie, weißt du, ich weiß, wo der Zug eingeweiht worden ist. Ich hätte es mir nicht einmal können denken, dass die noch effektiv einen Sponsoringbetrag geben für das MTV-Ding. Weil. Ich hätte so etwas wahrscheinlich einfach so zugesagt. Ist doch geil, ist doch geiler Zug gestaltet, oder? Ja, das ist wirklich so. Ja, es hat natürlich auch immer wieder mit dem zu tun, dass man plötzlich so merkt, sie reden einem ja gar nicht so drin. Sie wollen irgendwie etwas, sie wollen einen Spirit in diesem Moment. Und da hast du Freude, irgendwie umzusetzen. Das ist total cool. Und nebendran haben wir natürlich Freude gehabt, dass wir das Projekt haben können lansieren. Sonst hätten wir noch blöd ausgesehen. Ja, das ist ja schon. Also eben, wie du selber sagst, es ist eine riesige Kiste und ich glaube, es ist auch, also ich finde es emotional, hat es einen wahnsinnigen Wert, MTV Unplugged können zu machen. Also weißt du, weil das hat so eine Geschichte und das hat so eine tiefe Verankerung in unserer Breitengrad an Musikgeschichte eigentlich, oder? Das einfach, wenn du zu diesem Punkt kannst kommen, dann
war es für mich wahrscheinlich auch nicht so eine schwierige Entscheidung gewesen. Wenn es irgendwie geht, sollte man es machen. Aber weißt du, also, fairerweise muss ich sagen, wo die Anfrage ist gekommen, habe ich einen Moment wirklich gezögert und gedacht, hey, das passt jetzt extrem nicht in die Abläufe rein. Weißt du, wir haben viele Konzerte von 20, haben wir müssen schieben, weißt du. Ja klar, Planung ist wieder etwas anderes. Ja, nein, und das Ding war vor allem, wir haben einfach gewusst, wir wollen die Veranstalter, die Festivals und einfach die ganze Szene, wir wollen die nicht im Stich lassen. Wir hätten auch können sagen, sorry, also jetzt, wir tun jetzt nicht endlos immer wieder verschieben. Yeah. Und wir sagen einfach, okay, die Konzerte finden nicht statt und wir warten, bis die Situation sich ergeht und dann starten wir mit etwas Neuem. Schaut selber, wie ihr das managt mit den verkauften Tickets. Oder ich weiss von Clubs, die haben das stutzlang schon verbraucht gehabt, was sie dann haben eingenommen für ein Konzert, das noch nicht stattgefunden hat. Ich auch übrigens. Nein, und dann sagst du, ja, aber was nützt uns denn das, wenn die Pandemie überstanden ist, wir können spielen und Clubs gibt es nicht mehr. Und ganz viele Leute, die hinter der Kulisse arbeiten, die aus dem Job ausgestiegen sind und so, wir haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie solidarisch sein und wir spielen die Konzerte. Mhm. Das heisst aber, wir sind dauernd, oh Mann, jetzt noch das. Wir haben bis 3 Wochen vor dem eigentlichen Event von MTV Unplugged haben wir noch in Zürich im Landesmuseum 6 Konzerte gegeben mit einem Day off. Du kannst dir vorstellen, nachher im Landesmuseum, in diesem Hof, Unique Moment hat das Festival geheißen, da ist immer der Zug drin, du bist auf der Bühne, es ist recht kühl geworden in Nacht. Und dann wirst du, ey Scheiße, alle haben sich am ersten Abend verkältet. Und dann singst du 6 Mal und dann weißt du, die Stimme geht in den Arsch, Baby. Das ist so klar ein Fall. Und es gibt ein Gebastel. Und wenn du 3 Wochen später, dann willst du im Casino aufstehen, dann hast du plötzlich einen Stimmverlust. Ja. Dann ist alles fertig. Tschüss, gute Nacht, oder? Und es war ein High-Risk-Unternehmen gewesen, wirklich. Wir haben den ganzen Sommer noch relativ viel gespielt und haben gleichzeitig die MTV-Geschichte probiert. Und das hätte voll in die Hose gehen können. Aber ist es aber nicht? Nein, ist es nicht. Aber ganz ehrlich, wir haben also Momente gehabt, wo wir wirklich Schiss haben bekommen. Yeah. Es ist einfach, es ist fragil. Es ist wirklich fragil. Ich glaube, jetzt bekommen wir das Zeichen. Ja, wir sind langsam. 3 Minuten haben sie gesagt. 3 Minuten noch. Was macht man in 3 Minuten? Ich muss dir eigentlich die letzte Frage stellen. Also. was du machst, um dich gut zu fühlen? Sicher spielen, aber... Ja, also es gibt viele verschiedene Formen von sich gut fühlen. Yeah. Also jetzt während dieser Promotour ist das erste Mal, wo die Familie mitreist. Und ein Teil von dem ist, dass wenn ich fertig bin, heute Abend gehe ich in das Hotel und ich treffe die Familie. Das ist noch nie vorgekommen. Und das ist ein Moment, wo mir total gut tut. Dann gehen wir in die Beiz, dann gehe ich noch einmal Spaghetti Vongole essen. So, das tut mir gut. Und mit der Familie zusammen sind und die haben eine grosse Pizza vor der Nase und die strahlen. Und dann nehmen sie ein Büchlein vor und zeichnen irgendwelchen Quatsch. Und das, und meine Frau und ich, wir haben es dort. Dort, wir können ein Glas Wein trinken, miteinander schnurren, sie zeichnen und sie sympathische Leute rundum, da fühle ich mich wohl. Ja, also kann man vorstellen, dass wenn du 2 so Zentren hast, oder, wo irgendwie das eine Zentrum ist, irgendwie Live-Gigs und Touren, Musik und das andere ist Familie, Gesellschaft, manchmal ist es schwierig, dass du irgendwie den Überblick behaltest zwischen dem einen und dem anderen Zentrum, oder? Weil irgendwie ja, aber ich habe Schwein, dass ich beide sehr, dass wir beide sehr gut tun. Yeah. Ich habe eine sehr Einsiedlerseite, eine sehr zurückgezogene, scheuche, familiäre, und ich habe eine laute, lärmige und reisende, fahrende Seite. Und die bekommen irgendwie beide Geschichten zusammen. Dass du die langsam zusammenkriegst, ist so schön. Ist traumhaft. Sehr gut. Ganz viel Erfolg. Joel, das hat mich sehr gefreut. Mit den Projekten, die anstehen, die schon fertig sind und jetzt kommen. Und der Konzert. Und vielen Dank für einerseits das Gespräch und andererseits auch für deine Musik und alles. Merci vielmals. Und ich komme gerne mal eine Vorstellung von dir. Unbedingt. Du bist. Wirklich, unbedingt. Sehr gerne. Schauen wir, dass das mit Müller Hunziker klappt. Ja, klar. Zum Beispiel. Ja, sicher. Nein. Und komm mal wieder mal im Podcast.
Kommen gerne. Ja, dass wir wieder mal darüber schwätzen. Hat mir sehr, sehr Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke. Alles Liebe. Danke, Christoph. Und bis bald. Peace. Boop. Peace.